So, hallo, weiter geht's mit MotoGP 20 und ja, das Rennen fehlt noch. Qualifying Platz 1 ist gut, aber Rennen ist immer was ganz anderes. Dann muss ich mal schauen, wie ich mich da anstelle. Wenn ich den Start verpenne, kann es natürlich dann schwierig werden, gerade beim Überholen und sowas. Keine Ahnung. Ich bin nicht wirklich Rennen bis jetzt großartig gefahren. Könnte kompliziert werden, aber machen wir weiter. Grüße Fangen von wir sofort mit Andalusia dem Rennen Capital. an. Hier an der Rennstrecke Losail warten alle gespannt darauf. Nur noch ein paar Minuten bis zum So. Start der Moto3-Klasse. Auf jeden Wir warten hier Fall. hart auf Ihren darauf, dass die Fahrer grünes Licht für Fresh. die Warm-up-Runde bekommen. Tires. Frische Reifen. Kraftstoff 5 Runden. Ziel ist Top 15. So, wenn ich jetzt hier tatsächlich irgendwie souverän gewinnen sollte, müsste ich natürlich die Schwierigkeitsgrad nach oben stellen, aber erstmal abwarten. So, zur Strecke. Achso, das habe ich jetzt schon eingestellt. Ich hoffe, das reicht soweit. Rennen starten. Also, wenn man die Zeiten an sich anschaut, müsste ich eigentlich, wenn man strikt danach geht, locker gewinnen. Aber mal Der gucken. Motorrad-Grand Prix von Katar. Okay, Start sieht noch ganz gut aus. Boah, wie spät bremsen die denn? Fuck, fuck, fuck. Oh, sorry, aber das können. Boah. Okay, das wird nicht ganz so einfach. Toll. Okay, zum Glück jetzt Rewind-Modus. Alles will ich jetzt hier dadurch nicht verlieren. So, auf jeden Fall muss ich an der Spitzengruppe dranbleiben. Echt heftig, ey. Man hat ja halt nicht den Überblick, wer links oder rechts neben einem ist, es immer schwer zu erkennen. Gerade wenn ich dann von weiter in eine andere Linie fahre. Oh. Dann mir vorbei hier, ja, toll. Jetzt komme ich weiter raus. Ich hoffe, ich krieg. Scheiße. Uah. Sorry, das wollte ich nicht. Windschatten brauche ich. Jo, gleich mal einen rausgehauen.
Mann. Echt aufpassen hier, dass ich nicht noch mehr Position verliere. Ach, das verliere ich auch wieder Boden. Tja, jetzt muss er da vom Gas gehen. Das tut mir nicht leid. Jetzt habe ich die Führung. Jetzt muss ich mich bloß konzentrieren, dass ich da vorne bleibe am besten. Puh. Ja, ich habe beim Rausbeschleunigen noch so meine Probleme. Wieder schlecht. Also ich muss noch sagen, ich habe ja auch ein bisschen einen Vorteil, oder beziehungsweise ich habe die Strecke, bin die Strecke schon öfter vorher mal ein bisschen gefahren und habe geübt. Insofern ist die vielleicht kein so super Maßstab, wie gut ich bin. Das wird interessanter bei den nächsten Strecken dann, wo ich tatsächlich nur die freien Trainings zum Üben habe. Ups, das war gerade nicht so gut. So, ich glaube, ich konnte mich ein kleines bisschen absetzen. Oh, mein Sprit sieht irgendwie, weiß nicht. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich habe irgendwie vergessen, da unten auf das TCS zu achten. Ich glaube, das ist Sprit, oder? Oder das PWR Power, ist das der Sprit? Keine Ahnung. Oh fuck, ey. Jetzt, ich guck nur noch auf den Sprit unten mit 0,2. Das ist irgendwie blöd gerade. Ich hätte mehr Treibstoff machen sollen. Dann war es natürlich ein bisschen
Ja, kann ich vergessen. Mein Sprit ist futsch. Verstehe ich nicht. Ich hätte viel mehr Sprit nicht mitnehmen müssen. Und das war's. Null Nummer. Boah, das ist natürlich schlecht, aber gut. Dann, ich könnte mal Rennen neu starten machen, nehmen aber nicht. Bleib mal. Möchte es dann wirklich verlassen? Du wirst immer nicht aufscheinen. Aufscheinen. Aha. Ja, tolle Übersetzung. Die Stars dieses aufregenden Rennens drehen ihre letzte Runde und wir nutzen die Zeit und schauen uns das Endergebnis der Moto3-Klasse an. Scheiße, so unsere war 2:15:5, was haben die oben? 2:15:9. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Okay, dann muss ich halt die nächsten Rennen dann schauen, dass es da besser wird. Ruf sicher, bla bla bla. Geld geht runter. Okay, also man kriegt Forschungsdaten. Passt. Ja, dann bin ich im nächsten Rennen auf jeden Fall schlauer. 3 Wochen, wie sieht's hier aus? Verbessern Energie durch die ECU gesteuert, führt zu höherer Motorleistung. Was ist das dann? Lieber auf das warten, das ist nur ein Punkt. Weniger Luft oder Einsatz der Airbox. Dann mit Anzeige stutzen, es funktioniert das System unter Druck und garantiert saubere Luft. Oh, okay, das ist das nächste, was dran ist. Das dürfte dann jetzt fertig sein, oder? Jupp. Jupp. Sieben Wochen. 5 Wochen. 4 Wochen. Gut. Okay, dann ja, war das jetzt dafür mal eine relativ kurze Folge. Wir gucken mal den Rennoptionen nach fürs nächste Spiel dann. Okay. Proportional. Zufall. Ja, 1% stelle ich mal höher. Ich muss das nächste Rennen nochmal abwarten. Der Vorteil war ja, dass ich Katar die Strecke kenne. Insofern muss ich die nächste Strecke nochmal abwarten, wenn ich die nicht kenne, wie ich dann abschneiden werde. Gut, okay. Dann ja, war es das erstmal wieder mit einer etwas kürzeren Folge. Nur das Rennen. Und dann geht's mit der Karriere in der nächsten Folge und im nächsten Rennen weiter. Also bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen.